Bin ich gewesen in Klesfest in London. Also das ist gewesen a Woche in Sommerzeit. Es existiert jetzt. Und ich habe sich gelernt ein Lied von Carsten Troika. Und das Lied ist called Leicester Square oder die Dray Schwester. Die Dray Schwester. Und es ist gewesen wegen Dray Schwester in Leicester Square. Also ich habe ihn gefragt, was singst du das Lied? Du bist von Deutschland, du singst jiddische Lieder wegen, ich weiß nicht, Folksongs. Von wem hast du das sich gelernt? Und er hat mir gesagt, oh, ich habe das gelernt von Chippalinkowski, wer ist ein argentinischer Aktrice. Und ich habe gefragt, was hat sie sich gelernt, dem Lied? Und er hat mir gesagt, Chippa hat ihm gesagt, also die Lyrics, die Werte von dem Lied, sind gegeben zu ihm, bei Helene Weigel. Und Helene Weigel ist gewesen der Almane von Bertolt Brecht. Und sie hat gesagt, als Bertolt Brecht hat gehabt, dass ich lieb, den Lied. Und der Siebe ist gewesen in der Lied. In England ist du a Stadt, Leicester, in London ist du a Square. Zum Square kommen täglich drei Schwestern, drei Mädchen, wer weiß es nicht mehr. Die Jüngste verkauft dort den Blumen, die ältere Bändler von Schiech. Und spät in der Nacht ist sie kommen, die Dritte, was handelt mit sich. Und das ist wichtig jetzt. Die jüngere Schwester betrachten die ältere Schwester ohne Hass. Nur alle drei Schwestern verrachten die Welt und die Stutt und die Gas. Und Aponim, Brecht hat gesungen, also er hat stark lieb, dem Lied, weil die drei Schwestern haben nicht geschuldet, der älteste Schwester, wer es gesagt hat, Prostitutke, aber haben sie geschuldet, Gesellschaft, ja, das, die Stadt und die Gas. Also das ist gewesen, euch stark interessiert von mir. Und ich habe gemeint, ich habe gefunden die Lieder, wo sind nicht nur Lieder von London, oh ja, 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 sehr schön. Aber sie sind gewesen Lieder, wo sind beämmert, sie haben in sich Sachen von der Geschichte, aber in Goren andere offen, wo sie sehr interessant, weil das ist Popularkultur und das ist ein Weg zu kommunizieren, zu reden mit den Neulen. Also, wie gleich sei, bin ich gewesen interessiert in jiddische Geschichte.